Guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Wellplay, bei eurem Benny und heute wieder bei der Kanalvorstellung Nummer 5. Wir sind auf dem Kanal von Longplays und ich lasse einfach mal den Trailer hier langlaufen, solange ich ein bisschen rede. Entschuldigt mich, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen ich fühle euch ein bisschen Husten oder mich ein bisschen anders anhöre. So, dann fangen wir direkt mit dem Kanal an. Das ist halt ein reiner Minecraft-Kanal, würde ich sagen, mit ab und zu mal Real-Life-Sachen, wie zum Beispiel die Chips-Sorten-Vorstellung. Oder auch hier die Bestrafung. Generell finde ich das hier ganz cool aufgebaut. Hier ganz viele Freunde auf YouTube. Cool, dass ich auch dabei bin. Naja, ihr müsst das ja halt drin haben. Egal. Sonst finde ich das eigentlich ziemlich cool aufgebaut. Deswegen können wir auch direkt auf den ersten Eindruck eingehen. Ich finde euren Avatar richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und euer Banner ist für mich dann noch ein bisschen, sag ich mal, na, geht's. 2 Punkte für beides. Und ich muss kurz anmerken, das ist eine fortgeschrittene Bewertung. Deswegen werde ich kritischer an die Sache rangehen. Weiter geht's. Generell habt ihr dann auch mal für den ersten Eindruck, also für euren Kanal, für eure Kanalseite und alles andere nur 2 Punkte bekommen, weil ich finde, euer Kanal wirkt monoton auf den ersten Blick. Und darum geht es ja gerade beim ersten Eindruck. Und das liegt daran, dass eure Thumbnails eigentlich alle gleich aussehen. Und ja, das finde ich nicht so cool. Ja, vor allem, weil das mit der Zeit immer das die Zahl überdeckt. Naja. Generell fehlt euch auch ein Kanal-Trailer, weswegen ich euch da 0 Punkte geben muss. Und deswegen landet ihr beim ersten Eindruck auf 6 Punkte. Gehen wir direkt zu eurem Video. Und das werde ich jetzt einblenden. Du bist so ein Noob, Alter. Hey, warum? Weil du mich immer tötest, ohne dass ich irgendeine Scheiße hab! You call this a zombie apocalypse? Yeah. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu... Syndicate Games, Minigames, Monday Gaming meine ich. Ja, Minigames ist das hier nicht. So, da sind wir wieder. Das Video war halt einfach eine Runde von euch. Wahrscheinlich wolltet ihr einfach das zeigen, was auf eurem Kanal kommt. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Generell habt ihr dann von mir für das Video, für die Videoqualität die volle Punktzahl bekommen. Die Facecam ist gut platziert. Das Video ist bei 60 FPS und 1080p verfügbar, also bei Full HD. Und das finde ich richtig nice. Kommen wir direkt zur Audioqualität. Die finde ich bisschen. Die finde ich okay, die ist gar nicht schlecht, aber manchmal übersteuert die. Oder du wirst einfach leise. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, weil du dann anfängst zu flüstern oder so. Auf jeden Fall ist das halt für mich nur ein 1. Generell habt ihr für den Inhalt eine 2 bekommen. Ich fand diese ganzen Runden jetzt gar nicht mehr so geil, weil du bist da eigentlich nur weggerannt und der Tobi ist dir, glaube ich, irgendwie hinterhergerannt. Und das war auch schon ein Großteil der ganzen Folge und das fand ich jetzt nicht so interessant. Und für den Kommentierstil habt ihr 1 Punkt bekommen, weil ich finde. Kann man besser machen, ist aber schon auf einem guten Weg. Ihr habt schon so eine eigene Art mit diesen Betonungen der Wörter. Und das ist erstmal ein Daumen nach oben, aber trotzdem nur ein Punkt, weswegen ihr bei dem Video auch auf 6 Punkte kommt. Generell ist eure Videoqualität recht gut. Kriegt davon 3 Punkte. Die sind alle immer auf 1080p vorhanden und auf 60 FPS. Aber das macht ja nicht alles aus. Ich finde, dass, abgesehen jetzt hier von diesem Trailer, die Videos überhaupt nicht geschnitten sind, zumindest bei den ganzen City Jumps. Die ich mir angeguckt habe, das ist einfach nur Intro angeklatscht, manchmal nochmal so eine kleine Szene rausgesucht und da kam das ganze Video ohne jegliche Bearbeitung und deswegen nur 3 Punkte. Das muss bei einem Fortgeschrittenen besser laufen. So, Audio habt ihr von mir eine 4 bekommen, also 4 von 5 Punkten. Das liegt daran, dass eure Audioqualität einfach gut ist, man versteht alles, ihr seid deutlich, ihr die Mische zwischen Musik und Stimme passt immer und deswegen halt die 4 Punkte. Beim Inhalt hapert es wieder bei eurem Kanal wie bei den anderen Fortgeschrittenen auch. Und zwar waren die letzten Videos wirklich nur City Jump, da rennt ihr und macht halt diesen Jump'n'Run. Generell ist das ein Jump'n'Run-Kanal, also man muss halt darauf stehen und dann nicht, weil das meiste, was auf diesem Kanal kommt, hat einfach nur mit Jump'n'Run zu tun. Das finde ich für mich persönlich langweilig nach einer Zeit und deswegen kriegt ihr beim Inhalt generell, also Ideenreichtum, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe da 1 Punkt bekommen. Es gibt nicht wirklich viele innovative Sachen. Langjump-Event war schon gut, aber ist auch schon lange her. Und mit einem Video kann man das nicht ausgleichen. Deswegen kriegt der Inhalt generell 11 von 20 Punkten. Das ist auf jeden Fall okay. Für die Regelmäßigkeit kriegt Longplays von mir 3 Punkte, da sie trotzdem, obwohl sie in den Ferien sind, regelmäßig Videos bringen. Natürlich könnten das bei irgendwelchen Jump'n'Run-Sachen echt täglich kommen. Und
Ja, deswegen Regelmäßigkeit 3 Punkte. Generell kommt ihr auf 33 Punkte von 55 vorhandenen. Das sind 60%. Und damit gehen wir direkt zum nächsten Kanal. Jo Leute, da sind wir schon bei der nächsten Vorstellung. Und zwar handelt sich das hier gerade um den Pickaxe. Und es ist eine Amateurvorstellung, eine Anfängervorstellung. Und da fangen wir direkt an. Ich habe den Pickaxe schon mal vorgestellt. Das ist schon, ich glaube, der war bei der ersten schon dabei. Und deswegen werde ich jetzt nicht viel über die Person sagen. Das könnt ihr kurz hier auf der Kanalinfo nachlesen, wenn ihr wollt. Ja, halt der Yannick. Und ich fange direkt mit der Bepunktung an. Ich habe nicht viel Zeit und ich entschuldige mich gerade zu diesem Zeitpunkt, dass heute nur drei Leute vorgestellt werden, da ich das sonst einfach nicht packe. Nächstes Mal werde ich versuchen, fünf hinzubekommen und mal gucken, ob das hinhaut. Fangen wir mit der Bewertung an. Und dafür gehen wir auf die erste Seite. Ich lasse wieder den Trailer durchlaufen, den er hat. Ich werde das Video gleich nehmen und los geht's. Ja, ich finde für den ersten Eindruck dieses Kanals einfach krass. Ist einfach richtig gut. Ich finde den Banner richtig nice. Sieht richtig gut aus. Da kann man echt nicht meckern. Da hättet ihr auch schon bei den Fortgeschrittenen fast die ganze Punktzahl bekommen für dieses Layout ganz oben. Hier sind alle Links vorhanden. Man sieht auch, das passt zusammen und dann gehen wir direkt ein bisschen weiter runter. Man sieht, die Beschreibungen sind ausgebaut. Es gibt benutzerdifferenzierte Thumbnails, die sich immer ändern. Die sich immer verschieden. Nein, die sich immer ändern. Und er hat seine beliebten Videos dabei. Okay, das ist normal. Aber ich finde jetzt die letzten Aktivitäten hier ein bisschen sinnlos, weil das sind genau die Uploads, da er nichts anderes macht, dass er nichts anzeigen lässt. Deswegen ist diese Reihe hier ein bisschen sinnlos. Gucken wir kurz auf die Videos, damit ihr auch den ganzen Eindruck der Thumbnails bekommen könnt. Er macht wirklich für jedes Video ein Thumbnail, das ist echt gut. Er ist jetzt seit einem Monat wieder dabei. Wir wissen ja, dass er einen alten Kanal hatte. Und ja, das ist jetzt halt sein zweiter Kanal, der hat neu angefangen. Genau, fangen wir, also ich fasse das nochmal zusammen. Er hat 2 und 3 Punkte für Banner und Profilbild bekommen und 4 Punkte für den ersten Eindruck. Das sind 9 Punkte. Das Video wird jetzt eingeblendet. Führen. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Und heute gibt's Jump League mit dem Zehe. Ja. Der schreit da wie so ein kleines Ich Mädchen. bin wegen dir wieder runtergefallen. Ja, wegen mir. Ich hüpf die ganze Zeit gerade runter. Ich hab heute. Nein! Doch! Ich hab heute mal an. Ja, jetzt bin ich wegen dir runtergefallen! Hoffentlich gescheit. Ich habe heute mal ein anderes Texture Pack drin. Mir gefällt das ganz gut und ich bin wegen dir runtergefallen. Hast du schon Schwert? Und schon wieder. Hast du schon Schwert jetzt, Junge? Eine Axt. Hast du schon. Jo Leute, für das Video habe ich ihm insgesamt 8 Punkte gegeben. Die Audioqualität und Videoqualität haben jeweils 2 Punkte bekommen. Der Inhalt 3. Mich hat, um ehrlich zu sein, Pickaxe, mich hat ein Freund übelst genervt. Der hat übersteuert und hat überhaupt nicht gut kommentiert, keine Ahnung. Ich fand ihn echt nervig. Naja, egal. Ist ja dein Freund, wenn du Spaß dran hast, dann mit ihm weiter auf. Gut, sonst Kommentierstil, eine 1 habe ich dir gegeben. Ich fand, dass, ich finde gut, wenn man halt rumraged, aber man sollte jetzt nicht so krass das ausbauen, wie du das gemacht hast. Ist aber ein guter Weg, wenn man das halt noch gut halt timen kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Dann kommen wir direkt zu der Videoqualität zu sprechen. Ich finde, du hast eine gute Qualität, du lädst bei 1080p hoch und dafür kriegst du von mir 2 Punkte für die Videoqualität und 2 Punkte für die Entwicklung, weil ich weiß ja, wie du vorher warst und das hat sich auf jeden Fall verbessert. Genauso bei der Audio jeweils 2 Punkte für beide Rubriken. Und ja, man erkennt auf jeden Fall eine Entwicklungssteigerung bei dir. Deswegen hast du jetzt bei Video und Audio jeweils 4 Punkte bekommen. Der Inhalt macht bei mir 14 Punkte aus. Du hast 8 für den Inhalt selber bekommen. Ich finde gut, dass du halt verschiedene Sachen hier spielst. Und das sollte auf dem Minecraft-Kanal auch hapert es ein bisschen bei der Umsetzung. Zum Beispiel bist du in manchen Videos richtig demotiviert. Und ja, das kann man auf jeden Fall ändern. Und deswegen hast du 14 Punkte. Kommen wir zu der Regelmäßigkeit zu sprechen. Du machst, sag ich mal, ziemlich regelmäßig Videos und seit einem Monat hast du jetzt ungefähr, lass mich kurz nachzählen,
15, 19 Videos gebaut und das ist auf jeden Fall okay, deswegen hast du 3 Punkte bekommen. Und dein Entwicklungspotenzial macht bei mir 3 Punkte aus, man sieht deine Entwicklung und da ist noch Luft nach oben frei. Generell habe ich dir 2 Zusatzpunkte gegeben für deine Entwicklung, da ich sie sehe und das will ich auf jeden Fall würdigen in Form von Punkten, weswegen du 47 von 62 zu erreichenden Punkten bekommen hast und das sind 78,3%. Und das ist echt eine gute Bewertung, du bist glaube ich einer der besten. Und dann kommen wir direkt zu den letzten von heute. Bis gleich.